CDs, ne? Ja. Ja, deine Passion. Ja, machen wir Platz, Dicker. Katzenstörung, ne? Katzenstörung. Ja, heute hat es uns wieder zusammengetragen. Herzlich willkommen bei Schall und Laut hier. Ja, genau. Ja. Alle drei. Genau. Heute wollen wir uns mal über ein interessantes Thema unterhalten. Mhm. Seltene CDs. Und wenn du sie siehst, oder Vinyl, schlag zu. Vor allem, wenn sie neuwertig, nicht nur neuwertig sind, sondern komplett neu sind. Weil manche findet man zwar gebraucht, aber sie komplett neu zu finden, ist teilweise sehr, sehr schwierig. Du kommst gar nicht, ne? Wenn ich es vermeiden kann. Warum? Ich möchte neu haben. Mhm. Gebraucht, unbenutzt. Aber bei manchen ist es halt gar nicht möglich. Also, bei mindestens zwei, die ich jetzt hier habe, ist es auch so. Die muss ich tatsächlich gebraucht kaufen. Mich juckt's nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich möchte komplett neu. Also, geht. Jeden seinen... Geht, ne? Oder die einzelnen Varianten, die man findet, noch zu, oder nur noch zu horrenden Preisen vorhanden sind. Das gibt's ja auch. Also plötzlich für so 80 Euro. Okay. Oder in den Dreh. Also eins vorneweg, du kriegst alles, wenn du genug Knete hast. Na, da kannst du dich einfach ins Internet setzen und die Liste runterkaufen. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann... Das ist richtig. Was ist eigentlich so deine Grenze, so Schmerzgrenze, wo du sagst, so... Für eine CD? Mhm. Oder wann? Neu? Also 25? Echt 25 Tacken für eine neue CD? Ja, das ist schon eben. Weil wenn sie neu ist, kannst du ja eigentlich meistens zwar davon ausgehen, dass sie neu gepresst ist. Wer lagert so ein Ding 10 Jahre und packt sie nicht aus, dann wäre sie ja immer noch unbenutzt. Aber naja, zu viel will ich da auch nicht ausgeben. Es sei denn, ich will sie unbedingt haben. Aber Musik kriegst du ja überall im Netz. Da ja, aber das ist ja wieder diese Geschichte mit dem Runterladen. Ja. Ja, sagen wir so, ich habe jetzt festgestellt, auch bei neuen CDs ist es ja so, dass du teilweise weit über 15 Euro inzwischen bezahlst. Wenn du jetzt die neue Carcass vorbestellen willst, bist du auch, glaube ich, bei 17 Euro. Und wenn du hier Wolves in a Throne Room, da 20 Euro ist da so. Ja, das ist schon richtig. Deswegen, gut, mehr als 25 ist es ja auch selten. Mhm. Zumindest bei den CDs, die jetzt so rauskommen. Ist immer so, ich gucke aber auch viel, also ich vergleiche viel. Wobei ich mir mal gesagt habe, wenn der CD unter 15 Euro ist, mit Versand und allem, dann mache ich jetzt nicht so ein riesen Brimborium drum, weil die Preise schwanken dann eh nur um ein paar Cent. Mhm. 20, 30 Cent, 50 Cent vielleicht. Und dann so vielleicht 3-4 Seiten ab, die üblichen Verdächtigen. Und mache aber jetzt keine tiefe Suche in den einzelnen Versandhäusern und den einzelnen Möglichkeiten, da irgendwas zu kaufen. Aber wenn es dann ein bisschen teurer wird, dann gucke ich dann doch mal und vergleiche viel. Gerade also, in den seltenen. Da nicht gleich so. Ja. Ist ja manchmal auch die Versandkosten, ne? Wenn du aus Australien oder so dir was kommen lässt, dann ja. Kann das ja schon richtig teuer werden. Mhm. Oder nicht mal nur da. Also teilweise auch, was ich jetzt hier, Schweden, Norwegen, da ist meistens der Preis relativ gering, dafür aber der Versand teuer, damit holen sie es dann wieder raus. Mhm. Guckt man dann auch manchmal nicht schlecht, das heißt 8 Euro Versand so. Okay. CD kostet jetzt nur überschlagen, von Kronen ins Deutsche, vielleicht 10 Euro und so, aber wieder fast so viel, wie du für die CD bezahlst, für den Versand. Gibt's alles. Ist ja insofern ganz witzig, ich bezahle jetzt für eine Gitarrenbox 8 Euro Versand. Okay. Kein Vergleich, ne? Ja. Na gut, wir haben ein bisschen was rausgesucht. Ich habe mal versucht, so ein bisschen thematisch ranzugehen an die Sache. Du hast so was einfach bei dir in die Sammlung bekommen. Ja, na, einfach nicht. Ich habe aber schon geguckt, wo wirklich sagen muss, oh, da musst du nicht lange suchen. Oder wo ich mal gedacht habe, das gibt's doch nicht, dass ich diese CD irgendwo nicht bekomme. Obwohl die noch aktiv sind und alles, aber... Ja, bei manchen war es wirklich schwierig. Zum Beispiel? Ja, bei zwei, die wir letztens erwähnt haben, wo ich dann richtig Glück hatte, weil kaum eine Woche war vergangen, dass wir unser anderes Spezial gemacht haben, tauchten die beiden auf eBay auf. Und zwar sogar neu. Das sind die habe ich nicht. Die hatte ich ja, habe ich eine. Ja. Das ist ja mit dem Tramcomputer die Geschichte. Genau, das ist die mir ja noch fehlte. Die kannst du manchmal gehen.
Oh, ist ganz gut. Ist halt die etwas ältere noch, Sword of Revenge. Mhm. Ne? Auch sehr, du hast es jung und unbekümmert genannt. Mhm. Jung und sehr unbekümmert auch noch. Aber kann man auf jeden Fall anhören. Mhm. Aber klassisch Black Metal, beides. Mhm. Mhm. Ganz, ganz klassischer Black Metal. Die Rückkehr, wie heißt es nochmal? Die Rückkehr der Ahnen? Nee, das Schwert unserer Ahnen. Ne? Das Schwert unserer Ahnen, ja. Genau, die habe ich aber immer noch gebraucht, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Wenn du die irgendwo als Kassette findest, dann schlag sofort zu, weil die CD-Pressung ist ja auch erst später auf den Markt gekommen. Das ist auch so eine Sache, also bei vielen CDs, die man so sucht, da wird dann zwar was angezeigt, aber das ist dann häufig nur LP oder Kassette oder so. Mhm. Und das ist dann wirklich, wenn man als CD-Sammler ist, so wie ich, ist das manchmal ein bisschen schwierig, vor allem wenn du Alben hast, die teilweise ja nur digital auf Kassette und als LP raus sind, wo einfach die CD rausgelassen wurde. Das heißt, man sehr viel bei so richtigen Underground-Black-Metal-Gruppen, die dann komischerweise, keine Ahnung, die CD einfach weglassen. Da wird auch immer mehr, habe ich so das Gefühl. Ja, es wird komischerweise mehr. Dann gibt es die als Kassette und Platte, die CD nicht und du kannst es natürlich runterladen. Mhm. Manche kannst du sogar nur runterladen, das ist dann richtig blöd. Ja, ist ja nichts. Das ist, weißt du, wo ich mich immer ärgere? Bei sowas hier. Ja, da habe ich auch einen ganzen Stapel von. Promo-CDs. Es gibt ja Leute, die sammeln sowas, aber wenn ich zum Beispiel gebraucht CDs bestelle, wie hier Solburn, also die ist ein bisschen seltener hier auf dem Markt, findet man ein bisschen weniger gut, Fading on Angels. Und habe mich schon gefreut, oh, CD, geil, bestellt und dann kommt so ein Promo-Ding an. Mhm. Und dann denke ich mir so, ist ja eigentlich auch ein bisschen unfair der Band gegenüber, ne? Da hat irgendein Typ ein Promo gekriegt und ja. Und dann haut er hier noch Magnete raus, ne? Aber dann müsstest du eigentlich hinterstehen, wenn du eine Bestellung bekommst. Nö, das stand da nicht da. Ja, bei Discogs schaust. Da steht's, ja. Da steht's immer hinter. Ne? Mhm. Also, wer sie nicht kennt, Discogs und Seite für gebrauchte CDs, Platten, Kassetten, etc. pipapo, da musst du bei mir hinterstehen. Und da ist weltweit versandt, das finde ich ja immer ganz klasse. Und Russland findet man sehr viel. Vorsicht bei Versand aus Italien, das ist immer Beschiss. Echt? Italien ist immer beschissen. Die liefern den ganzen Bums immer ohne das blöde Jewel Case. Ja? Und dann musst du das irgendwie selber zusammenbasteln. Italien kauft niemals in Italien. Das ist immer so mit Russland. Das dauert ein bisschen, aber kriegst du. Kriegst du, ja. Russland ist okay. Ja. Ist auch immer günstig. Griechenland geht auch. Niemals Italien. Niemals bei Italien bestellen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, Italien ist da sicherer als Russland. Das ist immer beschissen. Echt? Ja. Na gut, wieder was gelernt, ne? Mhm. Ja. Ja, ich habe ja noch was. Ich habe mal gedacht, die sind vielleicht auch selten. Na, okay, so selten sind sie nicht. Ne? Aber was bezahlst du? Kaufst du auch mal eine Maxi oder so? Oder eine EP? EP ist sehr selten. Da musste mir die aber wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, wenn ich sie mir durchgehört habe. Oder muss irgendwas drauf sein, was ich unbedingt mal haben wollte. Aber EPs habe ich vielleicht zusammengerechnet, 10 Stück oder so mal. Das hier EP von My Dying Bride und zwar, wie hieß die denn? Symphonary in Fernus at. Liest du mal. Ich kenn's jetzt nicht, was auch immer. My Dying Bride Symphonie Infernus e Spera Imperium Vile. Okay, und das letzte Mal eine Zahl. Okay, ist lateinisch. Das war mit einer der ersten von My Dying Bride. Die kriegst du so für 16 Euro. Das ist auch eine EP. Würdest du 16 Euro für eine EP was haben? Wenn so gut ist. Wenn so gut ist, ja. Und wenn sie nicht zu kurz ist, also so ein 20-Minuten-Ding. Teilweise hast du ja Sachen, die heißen EP und dann guckst du drauf, ja, 40 Minuten. Mhm. Ja, okay. Habe ich zum Beispiel von Obituary, ne? Da gibt's, denkst du schon, ein vollwertiges Album. So, ne? Ja. Oder von Cathedral. Gab es ja auch die Infernal Majestic, da hast du auch, das sind auch 35 Minuten, 40 Minuten, also auch. Da frage ich mich eigentlich manchmal, warum das EP genannt wird. Mhm. Oder wenn du Kompilationen hast, wo 2/3 der Lieder neu sind. Mhm. Also Kompilationen kommen normalerweise eigentlich auch nicht, es sei denn, du hast halt sowas. Da fällt mir eine ein, zum Beispiel von Capafian Forest. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt. Da sind auch so viele neue Lieder drauf. Sagst du ein. Oder wenn du so einen Zusammenschluss von Demos hast. Ja, genau. Ne?
die dann mal überarbeitet wurden als Kompilation, da kann man dann auch mal zuschlagen. Was hältst du so von zum Beispiel so einer Maxi hier, Sepultura, Under Siege, das sind 10 Minuten insgesamt? Boah, kaufe ich gar nicht. Würdest du nicht kaufen, ne? 10 Minuten Dinger kaufe ich überhaupt nicht. Kostet inzwischen auch 16 Euro, ne? 15, 16. Krass. Schön aus den 90ern. So sah es damals aus. Also wenn er sowas findet, dann manchmal in der Ramschkiste, wenn irgendwo ein Plattenladen ist und da steht eine Ramschkiste oder in irgendeinem Second-Hand-Shop, da kannst du sowas finden, manchmal für 1 Euro oder 2 Euro. Ich habe mal auf einem Konzert eine ganz seltene von Shining gefunden. Die, also nicht für mich, wahrscheinlich höre ich nicht, aber ein Bekannter von mir, der mochte die sehr gerne, habe ich den nie mitgenommen. Ja, manchmal hat man auch so Glück, so Krabbelkisten halt auf dem Konzert. Da habe ich mal eine Master gefunden, für 1 Euro. Okay, eine Master für 1 Euro? Master, vom Master, ja, ein Album für 1 Euro. Ne? Und die erste Master habe ich auch für 2 Euro in einer Krabbelkiste gefunden. Krass. Empfehlung hier, verrate ich das jetzt? Es gibt einen Plattenladen hier in Hannover, da habe ich manchmal so das Gefühl, die wissen eigentlich gar nicht, was sie haben. Ja. Und das gebrauchte Sachen. Ja. Von welchen? Verrate ich dir nachher. Okay. Dann so stimmt, ja. So stimmt, okay. Nicht, dass dann die Leute da hinfahren und mir die CDs verkaufen. Okay. Wo wir gerade bei alten Sachen sind. Die habe ich nicht lange so. Und ich glaube, wenn ich nicht ganz irre, die habe ich auch tatsächlich gebraucht kaufen müssen. Scheitern. Traveling and Ends in Times. Wie bin ich da drauf gestoßen? Ja, die Scheibe wurde vor gar nicht langer Zeit auf Black Metal Promotion nochmal neu aufgelegt. Mhm. Ein bisschen überarbeitet, aber die Gruppe gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm. Die haben sich, das ist echt Lügen, um die Jahrtausendwende ungefähr herum haben die sich aufgelöst und insgesamt auch nur 3 Alben gemacht. Und die letzten 2 gingen so ein bisschen mehr Richtung Death Metal. Das hier ist noch richtig Black Metal. Das ist auch deren erstes Album gewesen. So viel blöd. Kannst du runterladen, natürlich, ne, weil es neu aufgelegt wurde. Und dann verlinkt hier auf, wie heißt es hier nochmal? Bandcamp. Aber nur zum Runterladen halt leider. Gibt es ja viel. Bei Bandcamp gibt es ja richtig geile Sachen. Und immer wenn du dann Kassette oder CD holen willst, dann sold out. Manchmal ja. Manchmal ja. Habe ich auch schon so ein paar Mal gehabt, wo ich dachte, ja geil, schlägst du zu. Leider schon verkauft. Aber bei der hier hatte ich dann auf eBay nochmal Glück. Wie gesagt, gebraucht, weil neu, kurz vergessen. Hast du es bezahlt? 22 oder so. Also da hätte mich ich hatte noch Glück mit dem Preis, sag ich jetzt mal. Ich hatte mit einem schlimmeren Preis gerechnet, weil das Internet, das war das Einzige, was ich gefunden habe, selbst gebraucht, die eine gefunden, ansonsten Totenstarre. Ja? Aber ein sehr, sehr gutes Album, schöner 90er, Black Metal und auf jeden Fall, es wert sich das mal anzuhören, ne? Autumn Departure. Unbedingt mal anhören. Richtig geil. Also auch so mit schön hinten im Hintergrund, orchestral. Ja, so, ja, ein bisschen, ja. Typisch 90er, ja, 90er Black Metal. Ja. So. Ein bisschen Emperor beeinflusst, merkt man. Woher kommen die? Schweden. Kommen aus Schweden. Merkt's euch. Scheitern. Sehr gut. Das dritte Album findet man relativ gut. Der Serke 2000, glaube ich, heißt das. Das ist dann auch wieder Richtung ziemlich starken Death Metal Einschlag schon. Die kriegt man, aber die ersten 2, da wird es richtig. Gibt ja viel. Ne? Manchmal gibt es aber auch die späteren Alben schlecht. Ja. Wie zum Beispiel Entombed, Morning Star. Kaum hat der gute Petrov, ist er verstorben, war die ja richtig teuer. Warum, weiß ich nicht. Da hat man die teilweise, war das billigste 22 Euro. Und dann habe ich die mal ganz glücklicherweise für 15 Euro gebraucht geschossen. Morning Star. So. Ist eine schöne Death & Roll Scheibe. Ist ein bisschen kurz, finde ich. Also das sind ein paar 30 Minuten, das ist nicht lang. Und das ist ja immer das, was ich bemängle. Also wenn mir ein Album gut gefällt, dann möchte ich gern, dass das ein bisschen länger ist als 30 Minuten. Ne? Ja.
ist schon richtig. Es sei denn, da sind viele knackige, richtig gute Dinge drauf. Ja, die sind ja alle hier sehr kurz. Also hier hast du viele 2-Minuten-Songs auch, ne, die ja, richtig knackig sind, also richtig Rock'n'Roll. Ja, das kann auch gut sein. Aber lange Lieder können ja auch sehr gut sein, das kommt ja auch, ne? Oder vor allem ja viel Text für 2-Minuten-Lieder. Schönes Auto, ne, mit 666 drauf. Mhm. Also erinnert mich dran, wenn ich mal ein Wasserstoffauto habe, da möchte ich Hindenburg an die Seite draufschreiben. Ein Wasserstoffauto. Nicht schlecht. Sehr schlecht. Hoffentlich verstehen die anderen den Spaß und denken nicht, dass da was anderes dahinter steht. So ein Sarkasmus. Nur, dass du großer Freund des damaligen Reichspräsidenten bist. Und eigentlich hat es ja eher was mit dem Luftschiff zu tun, dann mit Wasserstoff. Ja, ne? Ja, ja. Wo wir gerade bei Leuten sind, oder Situationen sind, wie die Leute Gruppen verlassen, beziehungsweise einfach nicht mehr da sind. Dann versucht mal die zu finden. Twilight of the Idols von Gorgorov. Weil Gorgorov haben sich ja mit dem damaligen Sänger Gaal so fürchterlich zerstritten gehabt. Das heißt, Gorgorov Alben finden ist ja jetzt nicht schwierig, außer vielleicht der Antichrist, die war auch noch schwierig, aber das war nicht so ein Problem wie die hier zu finden. Weil die werden einfach nicht mehr gepresst. Wo Gorgorov ja nur noch ein Name ist, von 2003, ist jetzt also auch nicht Äonen alt. Nee. Aber dadurch, dass die sich da so verschritten haben und so ein richtiger Rechtsstreit raus wurde und alles, einfach wahnsinnig schwierig zu kriegen. Auch die ich einmal hier gezeigt habe, unter der Kategorie Lieblingslieder, weißt du noch? Ja, das ist dasselbe. Die habe ich beide durch wahnsinnig viel Glück gebraucht. Oder neu? Ich glaube sogar neu. Ist aber ein paar Jahre her. Ich weiß auch bei Westen nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Aber es war wirklich schwierig, die zu finden. Das weiß ich noch. Und es wird ja über Jahre auch nicht einfacher, gerade bei einer etwas bekannteren Gruppe wie Gorgorov. Wo dann jetzt auch dadurch, dass die so zerstritten sind und die Rechtslage unklar ist, jetzt auch nichts nachgepresst mehr wird. Also wenn du irgendeine Gruppe hast, wie jetzt zum Beispiel Scheitern, die ja anscheinend noch irgendwo die Rechte abgegeben haben, das wurde ja kurz neu aufgelegt, überarbeitet und so, da muss ja irgendwie einer die Rechte dran haben. Aber wenn sowas dann richtig sich zerlegt hat in zwei Parteien, das macht es natürlich unglaublich kompliziert. Du meinst, es ist jetzt einfach eine egal, Unterhose aus dem Motorcenter zu kriegen als die CD? Ja, wahrscheinlich. Oder als von seinen Bildern. Oder so. Ja. Also eher eine Pulle Rotwein mit Gaal trinken. Also wenn er eins von den Alben findet, wo Gaal drauf ist, ab Destroyer ging das ja los, greift zu. Weil es werden nicht mehr. Lattenbörse, zweiter Teil. Du hast gesagt, so 90er Jahre Thrash-Metal kriegt man wenig und Death-Metal. Ich habe die ersten Alben von Venom aus den 90ern. Ich 80er oder haben. 90er? Also jetzt 90er, die 80er gar kein Problem. Ja 90er. Du meinst hier so Possessed und sowas, genau. Na, Possessed kriegst du für 20 Tacken, glaube ich, ne? Auf die Blöde. Weißt du, wo ich mich dann mal ärgere? Die habe ich gesucht. Ich habe die irgendwie verschenkt, verliehen. Ich hatte die aus dem polnischen Kultur- und Informationszentrum als Vinyl, als Polenpressung, Possessed. Und habe die irgendwo verliehen und nicht wieder gekriegt. Und jetzt neulich dachte ich mal, guckst du mal, scheiße. Das ist ja nicht nur bei Venom. Ich glaube, wenn du, selbst bei Slayer wird es ja streckenweise 90er schwierig. Creator habe ich zwei suchen müssen, wie blöde. Tank Art wurde es auch schwierig, also das ganze Gebrauch kriegst du jetzt alles. Ja, mal so. Ne? Wollen die Leute natürlich auch nicht abgeben, weil 90er, die Totenphase, sage ich jetzt mal, des Thrash Metal. Ja, war eine schwierige Phase, genau. Ja, selbst, wo sich alle so ein bisschen anders umorientiert haben. Das sind ja eigentlich fast alle, außer vielleicht Sodom und Tank Art, sind ja mehr in andere Richtungen abgewandert. Das ist selbst Creator. Endorama. Eigentlich ein gutes Album. Ja, das habe ich auch gesucht, wie blöde. Echt? Das Album, ja. Das ging dann ja so ein bisschen Gothic-mäßig. Manchmal gab es ja auch so Sammelboxen, wo das alles drin war. Ne? Das ging mir zum Beispiel mit Gorefest, mit den ersten Scheiben da so, ne, mit der Mindless, die erste Scheibe von Gorefest, die kriegst du in der Box, kriegst du die gut?
Jetzt soll ich mal für so ein paar Daumen runterkriegen. Ich meine, die einzigen Fresh Metal Gruppe aus den 90ern, wo, mit der du totschmeißen kannst, ist ja Metallica. Aber wer will schon Metallica in seiner Sammlung haben? Ja, ich habe sie drinnen stehen, aber eigentlich waren sie nur bis zum schwarzen Album für mich interessant. Ich meine. Aber. Ja, ist doch okay. Ja. Die hatten ja auch gute Konkurrenz, wie die zum Beispiel, ja, Testament. Genau. Das traue ich mich auch, wenn zum Beispiel nicht Exodus bei Big Four sind und Metallica. Und dann gibt es mal ein Jahr. First Strike is Deadly. Wirst du nicht kriegen, weil First Strike Still Deadly heißt ja eine Scheibe von denen. Mhm. Und das ist hier ein Bootleg. Ach, okay. Und insofern interessant, weil es gab ja diese Live at Eindhoven EP. Und hier ist das ganze Konzert von Eindhoven drauf. Okay. In der guten Qualität. Deswegen, wenn ihr mal so jetzt hier bei Amazon, was Olaf gesagt hat, er sich da irgendwie, was weiß ich, Iron Maiden oder Slayer oder sonst was als Bootleg bestellt, das hat schon seinen Sinn, wenn das eine gute Qualität hat. Das kann manchmal richtig teuer werden später. Außer es geht dann auf den Sack, wenn man dann das x-te Konzert hat mit derselben Zusammensetzung. Ne? Das gibt's natürlich auch. Ich habe einen Kumpel, der hat mal versucht, so die großen Konzerte, wo er selber war, zu kriegen. Als Bootleg. Oh, richtig. Sein erstes war übrigens Metallica hier in Hannover, 89 oder 90 war das, okay, also Messegelände. Also noch nicht Capitalica war, ne? Ja, genau, okay. Als Lars Ulrich noch Double Bass gespielt hat. Fehlerfrei oder auch damals schon? Weiß ich nicht. Naja, war ein bisschen holperig, ne? Aber er ist schon perfekt. Ja. Das ist richtig. Jetzt zückst du den. Achso, ne, wer perfekt ist? Ja, die hier sind perfekt. Und was meinst du, was das für eine Suche war? Boltrauer. In Battle There's No Law. Das habe ich die gesucht. Die muss ich mir ehrlich gesagt nochmal anhören. Unglaublich. Also, ich finde von Boltrauer ja alles richtig geil. Und die habe ich mir in den 90ern angehört und fand sie damals scheiße. Und vielleicht ist es ja heute gar nicht mehr so. Also ich muss sagen, ich habe die wirklich lange als CD gesucht. Auf Platte habe ich viele gefunden. Mhm. Auf CD, das war, ey, Besuche, das glaubst du nicht. Und plötzlich war sie einmal da. Mhm. Das kann nicht wahr sein. Das ist bestimmt ein Fehl. Nein, wirklich, CD, sofort zugeschlagen. Die war auch etwas teurer und ist aber sogar eine, ich glaube, neu sogar gewesen. Echt? Ja. Aber wo du es gerade erwähnt hast, ich habe auch gedacht, Offshore, okay, das ist Death Metal. Ende 80er Jahre, ist ja von 88, ist jetzt auch die älteste CD, die ich hier habe, gerade, zumindest heute. Oh, und da soll noch ganz viel Grindcore mit drin gewesen sein, bin ich überhaupt kein Freund von. Egal, für die Sammlung, nimmst du mit, ungehört, gekauft. Boah, ein Brett, ist die geil. Echt? Also die muss ich mir unbedingt nochmal anhören, vielleicht jage ich sie dann auch. In den 90ern haben sie das dann echt geil, wirklich, die ist richtig gut. Allein Attack in the Aftermatch. Ey, so ein geiles Lied. Relativ kurze Lieder auch. Mhm. Ich persönlich kann jetzt sagen, besonders viel Grindcore höre ich nicht raus. Ist halt schöner, stumpfer, dröhnender, Boltrauer, Death Metal, jetzt nicht brachial schnell, ne? So, doch mal schon so. Ihr, sag ich mal, ein bisschen gemächlicheres Tempo für Death Metal-Verhältnisse. Aber das ist ja auch geil an denen. Ne? Dafür kommt der Bass so richtig schön durch und brummend. Geil. Also richtig gute Scheibe. Froh, dass ich die gefunden habe. Also wenn er die mal findet, ey, sofort zuschlagen. Da habe ich manchmal Angst, wenn es solche Scheiben dann als neu gibt, habe ich manchmal Angst, dass ich verarscht werde und dass da irgendeiner, was weiß ich, hier auf der Mediamarkt-CD was gebrannt hat und mir dann unterjubelt. Nee, alles in Ordnung. Ja. Alles bestens. Ich habe mal eine aus Griechenland gekriegt, wo ich so im Nachhinein immer überlege, das ist keine Originalpressung. Das ist irgendwie zwar gut gemacht, aber weißt du, was ich meine? Ja. Hat ja auch was mit der Haltbarkeit zu tun. Also wenn du gebrannte und gepresste CDs, ist ein Unterschied in der Haltbarkeit, weil CDs verlieren ja eh an der Dynamik auch ein bisschen. Bei Vinyl ist das nicht so. Die kannst du auch in dein Urenkel kann die noch auflegen. Mhm. Während CDs sagt man so 30 Jahre oder so. Ne? Ich habe eine Anvil zu Hause, die hat jetzt ihr 40. Jahr und geht immer noch. Es ist 40 Jahre schon, warte mal. Nee, 40 Jahre ist nicht, auch 35 ist es. Okay. Mhm. 35 Jahre. Schon nicht schlecht. Mhm. Habe ich ihn hier noch oben? Vicious Rumors damals, Japan-Pressung.
die waren in den 90ern richtig rar und auch schweineteuer. Plug-in and Hang-On. Ich glaube, das ist auch heute noch so, ich weiß es nicht. Okay. Was hier halt witzig ist, bei den Japan-Pressungen, auch damals war es so, dass du immer Sachen drauf hast, die du auch für den europäischen CDs nicht drauf hast. Ne? Das macht ganz viele irgendwie. Ja. Fand auch ganz witzig hier das Innenleben. Kannst du mitsingen. Ah ja, alles klar. Auf Japanisch. Die Texte. Und das ist ja noch mit dem alten Sänger, der dann verstorben ist. Was auch gar nicht. Was? Müssen wir mal Stöpsel fragen. Wer kennt. Das ist ein großer Fan von. In welche Richtung gehen diese? Das ist Power Metal, also dieser US-Power Metal. Ne? So, ah, okay. Karl Albert, das war ein richtig geiler Sänger, Karl Albert. Und die haben ja damals hier auch in Hannover im Gig gespielt, am Lindner Markt. Richtig auch ein cooles Konzert und dann war lange Ruhe, nachdem der Karl Albert gestorben ist. Jetzt sind sie ja so wieder im Kommen, aber das ist die Originalstimme, finde ich, von Vicious Rumors. Ja. Das ist jetzt eine relativ. Wie alt war die? Die hier, die ist von. Warte, irgendwie 92. Ist einfach auch 92 rausgekommen? Ja, 92 ist raus. Aber nur in Japan. Die gibt's, ist nirgendwo anders rausgekommen. Jetzt hast du was richtig Altes gehabt. Jetzt komme ich mal mit das eigentlich relativ Neuem, was du trotzdem schlecht kriegst. Und zwar? Was war da? Was ist das? Exenferi aus Norwegen. Black Metal. Gibt's auch noch. Letztes Album von denen. Das ist viel blöd. Aber wann haben sie denn rausgebracht? 2010. Mhm. Aber irgendwie, also selbst wenn du auf der Seite von deren Label guckst, gibst du den Namen ein, Swallowit, können wir nicht, keine Ahnung. Und wenn du auf der, gibt es die Band, ist ja noch aktiv? Die ist noch aktiv. Und wenn du die direkt mal anschreibst? Also das war ein Akt, die zu finden. Mhm. Also, es ist echt schade, weil wirklich gut, so sehen die gerne aus. Was hast du bezahlt? War schon, glaube ich, ein bisschen teurer, aber jetzt kann ich dir jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Kam jetzt vor gar nicht langer Zeit, auch hier, Blackwell Promotion, selbe Spiel. Hab ich gedacht, geil, klingt ja richtig gut, hol ich mir auf jeden Fall. Ja, 5 Alben haben sie, glaube ich, insgesamt rausgebracht, 5 oder 6. 2 habe ich bis jetzt geschafft zu finden. Obwohl die alle jetzt neu aufgelegt wurden, aber auch wieder nur komplett durch die Bank weg. Kannst du runterladen, vielleicht die eine oder andere noch als LP, als CD. Mhm. Ja, gibt's nicht. So. Und dann durch Zufall mal irgendwo gefunden. Mhm. Also, verstehe ich manchmal nicht so ganz. Selbes Spiel wie vorhin bei Scheitern. Mhm. Ne? Neu aufgelegt, aber als CD Fehlanzeige. Bei Discogs kriegst du ja eigentlich alles, ne? Außer deine Frage des Preises auch. Ja, besonders. Mhm. Wenn du jetzt sowas für dich 70, 80 Euro hinlegen sollst, dann. Ja, musst du zweimal überlegen. Mhm. Und da hast du ja eine, die ist richtig schweineteuer, ne? Ich habe sie allerdings für 30 gekriegt. Die ist bei jedem Preis. Die Preise gingen bis, das höchste, was wir gesehen haben, waren 200 Euro. Echt? Mhm. Und auch ja, was du gerade gesagt hast, tatsächlich über Discogs. Klassiker. Eisbären, Krebskolonie. Wo, aus welchem Land hast du sie gekriegt? Ich meine, es war sogar Deutschland. Echt? Ist es lange her? Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich meine, es ist Deutschland. Gut, warum so schwierig? Eisring gibt es doch noch. Ja, aber es ist. Das war auch ein Index. Das war wegen der Liste B. Mhm. Deswegen habe ich die auch gar nicht. Ne? Also, so. Ja, mir doch egal. Also, ich. Deswegen Liste B. Es wäre frauenfeindlich. Ach so. Das Witzige ist, wenn eine Frau mitspielt. Muss mir das mal einer erklären. Die haben eine. Also, das die Bratsche wird von einer Frau gespielt, um der Band zu sagen, ja, die sind aber voll frauenfreundlich, deswegen können wir. Was ist das für ein Blödsinn? Also, jetzt mal ehrlich. Da hat einfach irgendeiner schwarzen Humor nicht ganz verstanden. Oder. Keine Ahnung. Mittlerweile werden sie ja nicht mehr genervt.
Mhm. Das ist ja dasselbe Spiel wie mit Computerspielen aus den 90er Jahren, die schreckenweise wegen den lächerlichsten Sachen auf dem Index gelandet sind, die jetzt mittlerweile alle vom Index runterkommen, weil man merkt, jetzt ist ja völlig Quatsch gewesen. Die Frau Jene mit Cannibal Corpse, ne? Auch gutes Beispiel. Ne? Mhm. So. Die kriegst du ja auch in der Original, mit der Originalcover richtig schwierig, nur die ersten beiden Cannibal Corpse. Ich habe alle Cannibal Corpse, bis auf das neueste, mit dem Originalcover. Ja, aber muss ich schon ein bisschen strecken, ne? Ja, muss ich auch mal wieder umstrecken. Ja, und die neueste ist dann noch ein bisschen. Die ganze Truppe, ne? Die ganzen Frauenhasser, besonders die Frau hier, die offensichtlich ganz offen harter Frauenhasser. Kann ja sein, dass er mit ihrem Geschlecht nicht zufrieden ist. Lächerlich einfach. Blödsinn. Einfach Quatsch gewesen. Also, oh, das ist so ein geiles Album. Ist ja auch ein absoluter Klassiker. Weißt du was? Das habe ich leider nur auf dem PC. Echt? Ja. Muss er schnell zur Seite. Ja. Ja, also hört es euch auf jeden Fall mal an, ey. Also, wer es noch nie gehört hat, ist durch die Bank weg echt ein geiles Album. Nicht mein Favorit, das war ja Leichenlage. Mhm. Aber das ist natürlich nicht umsonst ein absoluter Klassiker. Ich habe neulich auch wieder was von dafür die Schweine Eisding geholt. Und zwar das Bühnenblut, so live in Leipzig. Ah ja. Ja. Da ist ja auch, glaube ich, das eine oder andere Lied davon mit drauf, ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich nachgucken? Ich glaube, so ein paar sind noch drauf. Bühnenblut ist ja doch ein relativ altes noch gewesen. 2008 ist die Klammer. Doch schon. Ja. Okay, da ist vielleicht doch keine drauf. War das jetzt von 1999? Das selbe Jahr, in dem ja auch die Zerfall rauskam, das erste Album. Das ist ja nicht indiziert gewesen, wahrscheinlich haben sie den Text nicht verstanden. Ja, weil hier ist ja ein bisschen klarer der Gesang insgesamt. Ja, und dann ging es ja los. Leichenlager nicht indiziert. Farbenfinsternis wieder indiziert. Wundwasser könnte ich eigentlich auch gleich mit in die Kamera halten. Habe ich auch beide. Dasselbe Spiel, nicht auf Liste B, aber auch. War auch nicht so ganz einfach, die zu finden. Mhm. Ja, ja, ich hatte so einen Quatsch mit dann so ein geiles Album. So schwierig zu kriegen. Auch ein geiles Album. Die Webseite. Celtic Frost, Cold Lake. Inzwischen, also auf CD kriegst du die relativ preiswert, aber als Vinyl inzwischen so um die 50 Euro so im Schnitt. Okay. Und okay, gewöhnungsbedürftig. Man hört aber immer noch, dass Celtic Frost war damals. Hast du noch mal gesehen? Da gab es sogar ein Video. Ist die Hose offen? Ja, die ist offen. Siehst du, hier, guck mal, ein Feinripp-Schlüpper an und drüber gucken die Haare raus. Bei Waffen machen sich lustig und im einen Foto war er auf eine Lederhose. Und dann das da, ey. Also ich glaube, wenn du die heute Tom Gabriel vorliegst zum Autogramm... Wieder rot. Wird auch rot. Verstanden. Dann nochmal das Bild so zum... Ja, selbst Europe gesagt, so gehen wir nicht auf die Bühne. Ja, die wollten sie ja damals so in die Richtung drücken, weißt du? So, ach so Glamrock, Glam-Metal oder was? Ja, so... Und im Endeffekt ist dann das rausgekommen. Und damit ist ja das alles auch ein Bach runtergegangen. Aber, Frost. Weißt du, an wen ich mich gerade erinnere? An wen? Ich hab keine CDs von denen zwar, und ich höre die auch nur so sporadisch, weil das ist eine ziemliche Assi-Truppe einfach gewesen, finde ich. Auch obwohl es musikalisch super fand. Hast du mal gesehen, wie Pantera am Anfang rumgerannt sind? Natürlich, natürlich. Heide Witzka, ey. Und zwar auf der Power Metal und auf der Jungle, oh, wie hieß die? Welcome to the Jungle? Nee, Welcome to the Jungle war ganz anders. Aber es war was mit. Habe ich auch nur als MP3, weil ich hatte die CDs mal und habe sie verschenkt in einem Anfall vom Wahn. Was sind denn immer so hier so? Ja, ich hatte so in den 2000ern, wo ich dachte so, ah, der ganze alte Kram, den du eh nicht hörst. Okay. Weil da war ein Pantera, vor der Cowboys from Hell war es teilweise so grottig, meiner Meinung nach. Haben sie Kurve gekriegt, das? Mit der Cowboys from Hell, dass ich dann das nicht mehr hören konnte. Und dass sie dann über die Wupper gegangen sind. Und heute beiße ich mich echt in den Arsch. Dass ich, das waren halt die 80er, ne? Wenn ich gerade eine Fresh Metal-Wupper hattest oder eine tiefste Black Wupper. Irgendwas mit Night war da auch. Und mit dieser Jungle-Geschichte, das war so, das sah so aus wie so ein Kindercover vorne, als wenn du so, den Neunjährigen Stifte gibst. Als wenn du so ein paar neunjährigen Stifte gibst und sagst, hier, malt mal ein Cover mit dem und dem Thema. Das könnten wir eigentlich auch machen. Da
können wir eigentlich auch mal gucken. So hässliche CDs mit hässlichen Covers. Mit peinlichen Geschichten. Kennst du hier dieses Projekt von, da haben Leute von Gorgoroth, von Enslaved und Abbas soll da auch mit dann mitgemischt haben. Desecrator, was weiß ich nicht. Metal for Demons. Müsste ich mir erstmal angucken, kenne ich jetzt nicht. Haben die beiden Jungs von Partisan in ihrem Channel vorgestellt, das Album. Und ich habe es mir echt angetan, es ist grottig, aber es ist lustig. Also jetzt ist das Cover vorne drauf, oder? Cover und Musik. Ach du meine. Cover und Musik. Es nimmt sich nichts. Also es ist wirklich, das kannst du nur als Humor sehen. Okay. Na gut, wenn er Buffalo ist. Ja. Ich frage mich, warum die von Gorgoroth das mitgemacht haben. Aber das ist sonst nicht so mit dem Humor in ihrer Musik. Aber ja gut. Müsste ich mir erstmal anhören. Also die werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal holen. Ich habe sogar schon gesehen, wo es die gibt. Verrate ich euch nicht so. Okay. Na gut. Ich denke, das war's. Oder hast du noch was? Nee. Ich habe eins. Gut. Passt auf euch auf. Ja. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr noch so für CDs habt, die sehr selten sind. Und ach, hier, nicht vergessen. Es gibt noch CDs zu ersteigern. Es gibt CDs noch zu ersteigern, genau. Ja. Und wenn ihr jetzt hier hört, Mann, hier, die Jungs suchen noch was. Ihr könnt uns gerne draufstoßen. Ja, ne? Wir sind fanatische Sammler und, ne? Ja, wer die ersten Alben von Svadavid irgendwo findet, sofort Bescheid sagen. Verlinken, keine Ahnung. Irgendwie schreien, melden, Brief schreiben, egal. Mhm. Ja? Wo es die irgendwo zu kaufen gibt. Na gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Kannst ja mal anmachen auf dem PC. Metal for Demons. Das ist ein ganzes...